Sich um jemanden kümmern heißt im Englischen to care. Die Firma im jetzigen Sonntagsvideo will sich demnach um meine Finanzen kümmern. Ich bin der Callcenter-Crasher und heiße euch zum heutigen Video willkommen. Ihr könnt sicher ahnen, in welcher Weise sich diese Betrüger um meine finanziellen Belange kümmern wollen. Sie wollen, dass ich meine Geldmittel verflüchtigen und bei ihnen landen. Nach dem Intro hört er, wie Sie das anstellen wollen. Viel Spaß dabei! Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit Heinz Rebensam? Ja. Gut, mein Name ist Helen Lothmann. Es geht um Onlinehandel auf dem Finanzmarkt mit künstlicher Intelligenz. Ja. Fincare-Plattform. Sie haben sich bei uns angemeldet, richtig? Ja, das ist richtig, ja. Gut, ich bin Ihre Kontomanagerin und ich rufe Sie an, um Ihnen unsere Plattform zu zeigen und auch mehr darüber zu erzählen. Genau, dann Okay? erzählen Sie mal ein bisschen was. Genau. Gut, sagen Sie bitte, haben Sie schon früher auf dem Finanzmarkt gehandelt oder ist das was Neues für Ich Sie? dachte, Sie wollten mir was erzählen und nicht ich Ihnen. Verstehe ich nicht so ganz. Ich frage, welcher Hintergrund haben Sie? Ja, ich habe eine Menge theoretisches Wissen, ja. Okay, super. Dann schauen Sie, wir arbeiten mit einem vollautomatischen System. Das ist ein Programm, eine App. Diese App basiert auf künstlicher Intelligenz und analysiert verschiedene Finanzmärkte. Das Prinzip ist ziemlich einfach. Das erkennt Preisunterschiede und kauft dann vollautomatisch zum Beispiel Kryptowährungen oder Aktien. Oh je. Hallo? Ja, hallo. Warum haben Sie denn Die Verbindung aufgelegt? wurde abgebrochen. Ach, die Verbindung Ich wurde dachte, Sie haben abgebrochen. aufgelegt. Nein, habe ich nicht. Ich habe Ihnen gelauscht. Okay, gut. Dann, also das ist ein Programm. Also alle Käufer und Verkäufer erfolgen automatisch. Gleichzeitig wird zum Beispiel Kryptowährung auf einem. Und schon wieder. Hallo? Hallo, Herr Liebesam, warum legen Sie immer Ich auf? habe nicht aufgelegt, ich habe Ihnen gelauscht. Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie eine so schlechte Telefonverbindung haben? Ich habe gute Internetverbindung. Nee, Ich offensichtlich rufe Sie von nicht. Österreich an, von Wien. Ja, Sie Ja, legen einfach auf. ich habe nicht aufgelegt. Ja. Okay. Ich möchte Ihnen auch unsere Plattform zeigen. Haben Sie jetzt Möglichkeit, Ihre E-Mail zu öffnen? Ihren Posteingang? Habe ich natürlich. Augenblick, dann mache ich das mal. Gut, dann ich schicke Ihnen jetzt den Link auf unsere Plattform. Ach, Sie Ja, haben es die ist noch gar immer nicht besser zu geschickt. sehen, wie das alles funktioniert. Sie haben den noch gar nicht geschickt. Warum soll ich dann jetzt schon aufmachen? Ja, ich schicke jetzt gleich. Ja, dann Sagen Sie jetzt. bitte, darf ich für Statistik fragen, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 57. Wie alt sind Sie denn? Super. Ich bin 31. Und Ah was ja. machen Sie beruflich, wenn es kein Geheimnis ist? Nö, das ist kein Geheimnis, aber was machen Sie denn beruflich? Ich bin Kontomanagerin. Ja gut, aber was hat das Ja. damit zu tun, was ich beruflich mache? Das geht Sie ja gar nichts an. Aber ich muss verstehen, also mit wem Sie arbeiten und dann, damit ich für Sie den richtigen Spezialisten auswähle. Das Vielleicht sind hat. Sie Millionär, dann muss ich für Sie unseren Top 5 Berater Der auswählen. Verstehen Sie? Spezialist hat damit zu tun, welchen Beruf ich habe. Das heißt, wenn ich einen schlechten Beruf habe, dann kriege ich einen schlechteren Spezialisten, oder wie habe ich das zu verstehen? Natürlich, wir haben Spezialisten, die mit verschiedenen Beträgen arbeiten. Ja gut, aber das hat doch nichts mit dem Beruf zu tun, sondern mit dem Betrag. So, dann was machen Sie beruflich? Das geht Sie doch gar nichts an. Warum sollte ich Ihnen das erzählen? Ich kenne Sie doch überhaupt nicht. Okay, ich muss einfach Ihren Formular ausfüllen, verstehen Sie? Ein Ihren Sagen Sie Formular. bitte, wie Was haben Sie... für ein Formular denn bitte? Wie haben Sie überhaupt über unsere Plattform erfahren? Übers Internet. Über Internet, habe ich verstanden. Gut, vielleicht also Gut. dachte ich, Sie haben noch einen Freund, der für Sie das empfohlen hat. So, okay. Gut, schauen Sie bitte, haben Sie meine E-Mail bekommen? Ja, ich schau mal. Wie ist Ihr Name? Von Helen Lothmann. Ja, ist tatsächlich was gekommen.
Ja, genau, ist gekommen. So, Okay, prima. super. Dann öffnen Sie bitte den Link. Ich zeige Ihnen die Plattform. Na gut, das ist ja jetzt keine Plattform, das ist, ach, das ist die Handelsplattform. Ja, aber Genau. Sie sollten mir doch erstmal ein bisschen was über Ihre Firma erzählen. Aber ich habe Ihnen schon alles erzählt, wie das alles funktioniert. Ja, gut, mit was kann ich bei Ihnen handeln? Was kann ich verdienen? Das sind die Fragen, die mich Wir handeln interessieren. mit verschiedenen Aktiven. Okay, gut. Wir handeln mit verschiedenen Aktiven, mit Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen. Wir können mit Ihrem Fachmann alles besprechen. Womit genau möchten Sie handeln? Kann ich Ihnen sagen, kann ich Ihnen sagen, ich möchte gerne mit Kobold und seltenen Erden handeln. Okay, super. Ich markiere das in Ihrem Formular. Gut. So, dann öffnen Sie bitte die Plattform. Ich zeige Ihnen, wie das alles eigentlich aussieht. Ja, gut. Aber ich habe ja noch andere Fragen. Sie haben über Ihre Firma jetzt noch gar nicht viel erzählt. Das verwundert mich so ein bisschen. Wo Okay, was genau möchten Sie wissen? sitzt Ihre Firma? Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Unser Hauptsitz ist in Großbritannien, in England. Wir arbeiten europaweit mit verschiedenen Ländern. Wir handeln auf dem Finanzmarkt schon seit 2017. Ich kann Ihnen auch unsere Lizenz zuschicken. Sie Oh können ja, dann das später ist alles gut. Das überprüfen. ist gut. Lizenz ist gut. Das ist gut. Das habe ich mir So, sagen und lassen, wir dass das. arbeiten. Da darf ich bitte ausreden? Ich habe mir sagen lassen, dass Lizenzen sehr wichtig sind. Können Sie mir mal schicken, bitte? Okay, ich schicke Ihnen unsere Lizenz, ja. Und ich möchte Ihnen auch die Plattform zeigen, damit Sie sehen, wie das alles funktioniert. Ja, das mache ich ja. Ich mache sie jetzt gerade auf. Nee, Okay, super. funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Befindet sich meine E-Mail in Spam? Nein, ich habe Ihre Plattform doch geöffnet, aber ich kann mich dort nicht einloggen. So, schreiben Sie bitte Ihre E-Mail und dann einmaliges Passwort buchstabiere ich Habe Ihnen. ich So, zuerst E-Mail. doch schon eingetragen. H.Riebesam Endlich at Passwort. mail. Wenn Sie mich einmal ausreden lassen würden. Meine E-Mail-Adresse habe ich eingetragen und als Passwort habe ich eingetragen. Großes A, kleines A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das, was Sie mir geschickt haben. Gut. Super, dann sollte es funktionieren. Nee, hat Versuchen es Sie nicht. nochmal. Hat es nicht funktioniert. Dann haben Sie irgendwo vertippt. Versuchen Sie bitte Ich nochmal. habe es kopiert. So wie Sie es mir geschrieben haben, habe ich es kopiert. Gut, dann versuchen Sie bitte nochmal. Ich versuche es nochmal. Jetzt funktioniert es auf einmal. Eben hat es nicht funktioniert. Mit denselben Buchstaben und Zahlen. So. Habe ich verstanden. Gut. So, sehen Sie jetzt auf dem Bildschirm Wallet 00 US-Dollar, richtig? Ich sehe Wallets 00. Ja, es baut sich gerade auf. Richtig. Okay, super. Na, das ist Ihr Kontostand. Hier kontrollieren Sie, wie viel Geld Sie verdient haben. So, sehen Sie auch dann oben links verschiedene Tasten. Startseite, Finanzen, Handel für Investoren. Richtig, sehe ich. Gut, gehen Sie bitte auf die Taste Finanzen. Ich zeige Ihnen, wie kann man alle Profite auszahlen. Ja So, gut, Finanzen, dann Mai 00. ich hab doch noch gar kein Guthaben. Wie soll ich denn dann etwas auszahlen, wenn ich noch gar nichts. So, möchten Sie, okay, aber möchten Sie nicht vorher wissen, wie können Sie alle Auszahlungen machen? Erstmal möchte ich wissen, was ich verdienen kann. Ob ich mit den Produkten handeln, mit denen ich handeln möchte, mit den speziellen Rohstoffen, das möchte ich wissen. Soweit sind wir noch Ja, nicht, das dass ich werden bei. Sie alles mit Ihrem Fachmann besprechen. Ja, Ich bin für dann Aktivierung geben Sie mir den zuständig. Fachmann bitte. So. Aber Sie sind noch nicht unser Kunde. Sie brauchen zuerst Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja, und mein Also nach unserer Handelskonto, Statistik kann man. was heißt Handelskonto aktivieren? Also Sie haben noch null auf Ihrem Handelskonto. Sobald der Betrag da ist, dann ist Ihr Handelskonto aktiv. Ja, und bevor ich mein Handelskonto nach Ihrem Willen aktiviere, möchte ich gern wissen, ob ich mit den Rohstoffen handeln kann, die ich möchte. Ja, Sie möchten handeln mit was, mit alles, was Sie wollen.
Nee, Was man will, nein, man kann dann die App herunterladen und alles ich einrichten. möchte nicht mit alles, was Sie wollen, handeln. Ich möchte mit ganz speziellen Dingen handeln. Okay, gut, dann Sie können das alles auswählen. Wie gesagt, unsere Plattform hat Zugriff zu verschiedenen Aktiven. Gut, wo finde ich dann Dysprosium oder Germanium oder Hafnium? Wo finde ich das? Wenn Sie die App runterladen, werden Sie dann auswählen, womit möchten Sie handeln? Welche App? Unsere App, Sie sind jetzt auf unserer Plattform, das ist die Webseite und ich habe noch unsere, also Offline-Version, die App. Ja, ich will ja auch mit dem Computer handeln und nicht mit irgendeiner Und Sie App. können auf Ihrem Computer das alles einrichten. Ja, gut. Wo finde ich dann meine Rohstoffe wie Gallium und Germanium und Hafnium? Wo finde ich das? Nach der Aktivierung, Sie bekommen die App zugeschickt und Sie machen alle Ja Einstellungen. gut, aber ich werde erst aktivieren nach Ihrem Sinne, wenn Sie mir sagen, ob ich mit den Rohstoffen handeln kann. Sonst würde ich bei Ihnen ja gar nicht investieren wollen. Aber Sie können damit handeln. Ich habe Ihnen schon gesagt, Ja, wir welches, haben verschiedene Aktien. welcher, wel, ja, genau. Und ich habe ja nach ganz speziellen gefragt. Wie ist der Preis für Terbium aktuell? Schauen Sie her, liebes Am, ich verstehe nicht, also ob Sie überhaupt Interesse haben. Sie Das sagen frage ich keine doch gerade. Information über sich. Ja, aber ich soll Schauen Ihnen Sie, ich Geld bin über. nicht Experte. Hallo, ja, dann geben Sie mich doch. Sie Ich müssen bin nicht nur dauernd Vorstandsmanagerin. dazwischen reden. Sie müssen nicht Aber dauernd Sie können dazwischen mit reden. dem Sie können einfach Experten dann weiterreden. Das ist nach auch der kein Problem. Aktivierung Ich werde sprechen. Sie Verstehen trotzdem Sie? überreden. Ganz Sie klar, reden ganz hier gar schon kein durch. Problem. Das Ja, ist Sie Sie. reden doch dauernd dazwischen. Sie Sie reden doch dauernd unterbrechen dazwischen. immer. Nein, Sie unterbrechen Nein, mich Sie doch. reden dazwischen. Ja gut, also, wie sieht's jetzt aus mit Terbium? Wie ist der Preis für Terbium? Sie können alles mit Ihrem Fachmann besprechen. Ich Ja, bin das möchte ich keine ja gerade. Expertin Das in möchte ich dieser ja Sache. Ich gerade. bin nur zur Aktivierung zuständig. Ja, ich So. möchte ja gerade, das hatte ich jetzt mehrfach Wenn Sie Ihr gesagt, Handelskonto jetzt haben Sie aktivieren schon wieder möchten, dazwischen dann ist es geredet. mit Sie haben doch Ihnen. mich unterbrochen. Ich möchte gerne mit dem Fachmann Dann ist in reden. Ordnung bei Ihnen. Ich glaube, Aber Sie ich sind ja glaube, nicht Sie haben ein unser Kunde. Problem. Haben Sie ein Problem? Ja, mit Ihnen habe ich ein Problem, Ja, weil weil ich Sie, ja, verstehe nicht, genau. Sie sagen Sie nicht, verstehen nicht. welchen Genau Beruf das ist das haben Sie. Problem. Das ist Sagen das Sie bitte, Problem. Ja, Sie reden sind Sie wieder permanent Deutsche? dazwischen. Kein Problem. Sie reden ja permanent dazwischen. Sie haben ein Problem mit der, im Prinzip damit, Leute ausreden zu lassen. Genau. Jetzt nochmal die Frage. Wie ist der Preis von diesen Produkten, die ich genannt habe? Sie sind kein Experte. Dann geben Sie mir einen Experten, der mir das sagen kann. Sie können das alles googeln. Warum fragen Sie Nee, ich jetzt möchte mich? doch den Preis bei Ihrer Plattform wissen. Google kann ich Aber das ist alles. auf Ihrer Plattform genau dasselbe. Verstehen Nein, Sie, das wir ist haben Zugriff nicht. zu verschiedenen Finanzmärkten. Sie können einfach im Internet recherchieren. Ich verstehe nicht, warum stellen mir Sie diese Frage? Ah, darf ich jetzt antworten? Weil Sie doch angeblich der Fachmann sind. Ich bin nicht Fachmann. Ich helfe Das Ihnen merke nur mit ich. der Aktivierung. Dann verbinde ich Sie mit Ihrem persönlichen Ja, Finanzspezialist. dann bitte verbinden Sie mich mit dem Finanzexperten. Der ist der Fachmann. Da möchte ich mit dem bitte sprechen. Aber Sie haben Ihr Handelskonto Ich nicht werde das aktiviert. Handelskonto auch erst aktivieren, wenn ich mit meinem Fachmann gesprochen habe. Aber das ist unmöglich. Doch, na gut, Ich kann okay. Kann, Ihnen die Plattform kann, zeigen, ja, unsere Listen kein zeigen Problem, wenn und das bei dann Ihrer Ihnen Plattform Bücher nicht möglich, zeigen. wenn das bei Ihrer Plattform nicht möglich ist, ist überhaupt kein Problem. Es gibt hunderte andere Denken Sie, dass Plattformen. unsere Experten Zeit haben, Das ist jeden mir relativ Kunden egal. einfach zu konsultieren Das ist mir und dann relativ nach der egal. Zeit sagen Sie, oh nein, mache ich das nicht. Das ist nicht egal, Sie sind unseriös. Verstehen Sie, Ich glaube, Experten Sie sind sind immer unseriös. beschäftigt mit Kunden. Sie sind nicht unser Kunde. Warum soll Experte Zeit nehmen und mit Ihnen sprechen? Das kann Sie ich Ihnen. sagen nicht, also wer sind Sie? Sie sagen nicht Ihren Beruf und Sie sagen, dass Sie seriös sind und handeln möchten. Wie ich verstehe, also haben Sie einfach kein Interesse, ja? Oder was ist los mit Ihnen? Sie verstehen nichts offensichtlich. Das liegt wahrscheinlich an Ihren schlechten an Ihrer schlechten Deutschsprache. Oh, jetzt haben Sie Probleme mit Ausländern, ja? Nein, ich habe mit Ihnen ein Problem, weil Sie schlecht Deutsch sprechen und Sie sich gar nicht vernünftig artikulieren können. Okay, schauen Sie.
Entweder Sie haben Interesse und ich helfe Ihnen, oder was? Warum sprechen wir jetzt schon 15 Minuten? Ja, weil Sie mir einfach nicht weiterhelfen können oder wollen. Ich kann Sie mit dem Fachmann nicht verbinden, Gut. wenn Sie noch nicht aktiv sind. Sie sind Kein noch Problem. nicht unser Kunde. Das ist leider unmöglich. Kein Problem. Es gibt genug andere Plattformen. Dann gehe ich zu einer anderen Plattform. Okay, dann arbeiten Sie mit anderen, also mit Leuten, die Betrüger bestimmt sind. Die nee, einfach ich glaube, Sie sind ein Betrüger. Ich glaube, Sie sind ein Betrüger. Super, ich glaube, Sie sind ein Betrüger. Nein, Sie sind ein Betrüger. Okay. Sie sind ein Betrüger. Sie sind ein Betrüger. Sie melden sich an. Okay, dann sagen Sie mir doch mal, wo, dann, ja. Dann sagen Sie mir doch einfach mal. Nee, ich schreie überhaupt nicht. Soll ich schreien? So habe ich geschrien. So, jetzt reden wir mal. Ja, weil du gesagt hast, ich würde schreien. Ich höre Sie nicht. Schreien Sie bitte. Ja, gut, okay. Dann höre ich mal auf zu schreien. Gähne, bist du langweilig. Eine langweilige Betrügerin. So. Soll ich Ihre Daten löschen, ja? Ja, von mir aus, lösch doch meine Alles Daten. Gute, auf tschüss, Betrügerin. Ja? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Losmann? Ja, ist richtig. Super. Ich heiße Jürgen Schäfer. Und ich rufe Sie von dem Projekt Immediate Soft an. Es geht um Onlinehandel und künstliche Intelligenz. Sie haben Ihre Daten hinterlassen. Bei Richtig? Immediate Soft? Herr Schäfer war Ihr Name? Ja, genau. Immediate Soft, das sagt mir gar nichts. Ja, ich erkläre Ihnen ganz alles. Es geht um Onlinehandel und künstliche Intelligenz. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie bereits die Erfahrung auf dem Finanzmarkt, Herr Losmann? Ja, ich habe mal mit T-Online-Aktien habe ich mal gekauft, ja. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie selbst mit Aktien gehandelt oder? Ich habe gesagt, ich habe welche gekauft. Ich habe nicht gesagt, dass ich damit gehandelt habe. Okay, ich habe verstanden. Das ist oder gut, haben wenn Sie Sie verstehen. Schon über unsere haben Sie schon über unsere künstliche Intelligenz durchgelesen? Verstehen Sie, wie alles bei uns funktioniert? Wo sollte ich das denn lesen? Auf unserer Seite. Sie haben ja. Ihre Daten auf unserer Seite auf hinterlassen. Ihrer? Welches ist Ihre Seite? Ich kann Ihnen noch einmal diese Seite schicken. Nee, Sie sollen es einfach sagen. Sie sollen einfach sagen, auf welcher Seite das war. Immediate Soft. Nee, die Seite kenne ich nicht. Da, ich war bestimmt nicht noch nie auf dieser Seite. Ich habe verstanden. Oder es kann andere Werbung sein. Und sagen Sie mir bitte... Wann hatte ich mich denn da angemeldet? Dann haben Sie über unsere künstliche Intelligenz... Hallo, ich hatte gerade was ich habe gerade was gefragt. Wann hatte ich mich da denn angemeldet? Auf dieser Werbung? Ja. Ja, wann, habe ich gefragt. Haben Sie jemanden, der Deutsch versteht? Herr Schäfer? Ja. Vor einer Woche. Vor einer Woche. Und bei welcher, wo habe ich mich dann registriert dann? Welche Webseite war das? Immediate Soft. Das ist unser Projekt der künstlichen Intelligenz. Ja, gut. Das ist also eine Werbung gewesen. Nee, Immediate Soft kenne ich nicht. Jetzt nochmal die Frage. Wie heißt Ihre Plattform? Wenn es doch um Finanzhandel geht, dann haben Sie sicherlich eine Plattform. Wie heißt Ihre Plattform? Unsere Plattform heißt FinCare Global. Das ist mir neu, aber können Sie es mal buchstabieren? Ich kann Ihnen alle notwendigen Informationen... Nein, Sie sollen mir die einfach... Sie sollen mir die einfach buchstabieren. Sind Sie der deutschen Sprache nicht mächtig, Herr Jäger? Dann machen wir so. Jetzt schicke ich Ihnen einen. Nein, dann machen wir so, dass Sie. Dann machen wir so, dass Sie mir Ihre Webseite buchstabieren.
Es wird ganz schnell, wenn ich Nee, das Ihnen geht jetzt noch diese schneller, wenn Sie es Information mir schicke. buchstabieren. Dann mal los. Einen www. Augenblick. Jetzt schicke ich Ihnen einen Link, Nochmal die damit Sie Frage, schneller alles nochmal, nochmal. Ich möchte, aufmachen können. das ist mir relativ egal. Ich möchte bitte, dass Sie mir diese Webseite buchstabieren. www. Wie geht's weiter? Ja, buchstabieren, Finke-Global.com. buchstabieren, Buchstabe für Buchstabe. F wie Friedrich. Ja. R wie Richard. I wie Ida. I wie Ida, ja. N wie Nordpol. Ja. Minus. Minus, ja. Ja. G wie Gustav. Ja, habe ich. L wie Ludwig. Ja. O wie Otto. Ja. B wie Bertha. Ja. Und weiter? A wie Anton. Ja. L wie Ludwig. Ja. Weiter. Nicht einschlafen. Punkt com. Sie haben doch gesagt Fincare, jetzt heißt es FinGlobal. Was ist das denn? Ich habe Ihnen gesagt, Finke Global. Ja, aber jetzt heißt es nur FinGlobal. Ja, Finke Global. Nee, Ich nein, hier, Sie haben mir buchstabiert fin-global.com. Ja, Ja, und Sie haben gesagt bin Fincare ich schuld. Global. Das ist ja eine ganz andere Webseite. Ja, Ja, genau, das ist eine ganz andere nein, Webseite. das ist unsere Webseite, Finke Global. Nee, es ist ja nicht Fincare Global, es ist FinGlobal. Und FinGlobal, Ja, das ist. ich sehe gerade, FinGlobal ist eine Webseite, die zum Verkauf steht. Der Domainname finglobal.com steht zum Verkauf. Ja, das ist die Seite von vom Finanzunternehmen Finke Global. Alles Ja, richtig? nein, es ist die Webseite für finglobal.com und nicht Fincare Global. Sie haben diktiert Ja, ja. fin-global.com. Das ist die Webseite. Ich möchte doch jetzt Ihr Portal sehen, Ihre Webseite. Und hier ist, das ist eine Domain, die zum Verkauf steht. Da ist kein Inhalt. Wie ist jetzt Ihre Webseite? Das ist unsere Webseite. Ich Es habe ist Ihnen doch schon alles gesagt. gar kein Inhalt auf Telefon. dieser Webseite. Da steht nur, dass sie zum Verkauf ist. Da ist kein Inhalt. Da ist kein Text drin und so weiter. Da steht gar nichts drin auf dieser Webseite. Da gibt's gar nichts, was man sich angucken kann. So haben Geht's, unsere gehen Sie, IT-Spezialisten ge, ja, geben, gehen Sie diese doch mal, Seite geben Sie doch gemacht. mal ein. Geben Sie doch mal ein. fin-global.com und dann öffnen Sie die Seite. Ja, ich habe schon aufgemacht. So, und was sehen Sie? I broke a set using Nein, best training nein, Sie haben experience. die Seite nicht aufgemacht. Das sehe ich. Weil ich sehe, dass es hier steht dann.com, a good daddy brand, der Domainname fin-global.com steht zum Verkauf. Das ist der Inhalt dieser Webseite. Man kann diese Domain nur kaufen, wenn man sie haben will. Da ist kein Inhalt drin. Sie haben also diese Seite gar nicht geöffnet. Sonst, dann würden Sie das ja sehen. Genau. Okay, und So, wie heißt jetzt ja, und Ihre, sagen Sie mir wie bitte. heißt jetzt, wie heißt jetzt Ihre Plattform? Finke Global, ich habe Ihnen gesagt. Nee, Sie haben gesagt FinGlobal. Finke Global.
Ja, das haben Sie nicht gesagt. Sie haben buchstabiert Finn Global. Dann buchstabieren Sie jetzt mal Ihre Webseite. Finke Global. Ja, buchstabieren. Ja, F wie Friedrich. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. C wie Cäsar. Aha, jetzt haben wir schon was anderes. Gut, weiter. A wie Anton. Ja. R wie Richard. Ja. E wie Emil. Ja. Im Minus. Minus, ja. G wie Gustav. Ja. L wie Ludwig. Ja. O wie Otto. Ja. B wie Bertha. Ja. A wie Anton. Ja. Und der L wie Ludwig. Ja. Und weiter? Punkt. C wie Cäsar. C wie Ja. Cäsar. O wie Otto. M wie Mutter. Ah ja, das ist jetzt eine ganz andere Webseite. Eben hat sie ja nur Fin Global gesagt. Jetzt sagen sie Fincare Global. Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Ja. Ja, Sie kennen Ihre Ihre eigene eigene? Was Webseite meinen nicht. Sie? Die Webseite Ihrer Firma, kennen Sie die Ich. gar nicht? Das ist Ihre Finanz. Das ist unser Finanzunternehmen. Richtig, eben. Und Sie kennen scheinbar Ihre eigene Webseite nicht, wenn Sie sie falsch buchstabieren. Sie haben ja zu Anfang gesagt Fin-Global und jetzt sagen Sie Fincare-Global. Dann kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Ja. Ja, okay, das merke ich. Entschuldigung. Okay. Und was sehen Sie auf unserer Seite? Ja, ich sehe Ihre Webseite halt. Sehen Sie rechts oben Login? Ja gut, das werde ich sicherlich sehen. Natürlich, klar. Augenblick, ich gehe noch mal drauf. Ja, aber ich möchte ja erstmal, ja, Dann sehe ich. gebe ich Sehe ich tatsächlich, ja. Ihnen Ihre Zugangsdaten, okay? Ja, aber erstmal so möchte ich ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Was bieten Sie mir an? Wie bitte? Haben Sie jemanden, der Deutsch versteht? Sie fragen dauernd wie bitte Ich und hören verstehe Sie gar gut. nicht. Nee, warum fragen Sie dann wie bitte? Warum fragen Sie dann, wenn Sie mich gut verstehen? Warum? Können Sie bitte wiederholen? Ich habe gerade gefragt, warum fragen Sie dauernd wie bitte, wenn Sie mich gut verstehen? Weil ich sehr schlecht Sie gehört habe. Ja, aha, dann haben Sie also Probleme mit den Ohren. Nein. Ja, warum hören Sie mich da nicht? Die Verbindung wurde unterbrochen. Nein, die wurde nicht unterbrochen. Die Verbindung ist perfekt. Okay, Von wo aus dann rufen Sie wieder denn an? wiederholen Sie oder Von wo aus rufen Sie denn an? aus Österreich, Wien. Aus Österreich. Ja, genau. Komisch, Unsere das. Hauptabteilung für deutschsprachigen Kunden befindet sich in Österreich, in Wien. Komisch. Also mir wird eine belgische Telefonnummer angezeigt. Wir verwenden IP-Telefonie, sodass Sie die Telefonsnummer aus Belgien anschauen können. Ja, und. Ach, plötzlich will er gar nicht mehr. Na? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja, wie hören Sie mich? Jetzt schlechter als eben. Jetzt ist Ihre Verbindung richtig schlecht. Es ist sehr laut bei Ihnen. Okay. Und sagen Sie mir bitte, wie verstehe haben Sie die Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Richtig, Herr Losmann? Ja, die Frage war doch, was Sie mir anbieten können. Das wollte ich erst mal wissen. Ja. Was bietet Ihre Firma mir Ja. an? Zum Beispiel.
Ja. Zum Beispiel bei uns erhalten Sie eine vollautomatische Handelsplattform, die auf künstliche Intelligenz basiert. Das ist ein sogenannter Roboter. Und unser System kauft billiger und sofort verkauft es teurer. Und dieser Preisunterschied ist Ihr Gewinn. Und der kann momentan nur 1% betragen. Und da der Roboter viele, viele solche Transaktionen pro Tag macht, erzielen Sie in der Regel einen guten Gewinn. Verstehen Sie dieses einfache Prinzip? Ja, das Problem, ich halte von künstlicher Intelligenz nichts. Was kann man jetzt bei Ihnen verdienen und womit kann man etwas verdienen? Wenn Sie zum Beispiel mit dem Mindestbetrag von 250 Euro starten, können Sie jeden Tag von 10 bis 20 Euro pro Tag mit uns verdienen. Okay. Und mit was? Und mit was? Ja, mit was habe ich gefragt, genau. Was meinen Sie? Mit was ich Geld verdiene dann? Mit was kann ich handeln? Ich habe verstanden. Wir haben Aktien, das bezweifle Rohstoffe, ich, ja. Kryptowährungen und Währungen, ja. Ja gut, Rohstoffe wären für mich sehr interessant. Okay, ich habe verstanden. Ich möchte ganz oder spitz... Haben Sie Online-Banking, oder? Ja, habe ich, richtig, ja. Dann können Sie mir schon mal die Bankdaten schicken, bitte. Und inzwischen können wir da mal gucken, mit was ich genau handeln kann. Schicken Sie aber erstmal die Bankdaten. Bei 10 bis 20 Euro pro Tag hört sich gut an. Okay, ich habe verstanden. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie Kreditkarte oder Debitkarte von Visa oder Mastercard? Nein. Kreditkarte oder Debitkarte von Visa oder Mastercard? Ich sagte gerade schon mal, nein. Hallo. Okay. Ja. Und darf ich ein paar Fragen zu Ihrem Kundenformular stellen? Wie alt sind Sie? Ich bin 57. Okay. Und was machen Sie jetzt beruflich, wenn es kein Geheimnis ist? Ich bin selbstständig. Ich bin Unternehmer. In welchem Bereich? Im Maschinenbau. Sehr interessant, okay. Und haben Sie jetzt die Schufa in Deutschland? Das geht Sie ja gar nichts an. Wie bitte? Das geht Sie ja nichts an, das ist privat. Private Informationen, ja? Richtig, das ist privat. Mich interessiert ja auch nicht, ob Sie bei der Schufa einen Eintrag haben. Ich meine, wenn Sie zum Beispiel die negative Schufa haben, können wir für Sie die Strategie entwickeln, wie Sie diese Schufa schneller abzahlen können. Nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ich brauche nichts. Ich brauche nicht schneller abzahlen. Also, dann haben Sie keine Schufa, richtig? Jeder Unternehmer hat Schufa, aber ein Schufa-Eintrag erfolgt erst dann, wenn Kredite nicht zurückgezahlt werden. Das wissen Sie nicht? Hallo? Ja, hallo. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie jetzt die Kredite oder Schulden? Das habe ich Ihnen doch gerade schon beantwortet. Das geht Sie erstens nichts an, was ich mit meiner Firma mache, das geht Sie nichts an. Das ist privat. Okay. Und ich habe Ihnen einen Link bei unserer Handelsplattform geschickt. Und dann machen wir so, jetzt gebe ich Ihre Zugangsdaten, damit Sie einloggen können. Okay, oder? Ja, welche E-Mail-Adresse haben Sie das gesendet? Lodge.losmann@gmail.com ist Ihre endgültige E-Mail-Adresse, oder? Ja, ich schaue nochmal nach, genau, ja. Augenblick. So, ja, ich gehe jetzt drauf. Haben Sie die Bankdaten gleich mitgeschickt? Noch nicht. Ja, das brauche ich ja doch, wenn ich überweisen soll.
Okay. Und wie verstehe, wollen Sie mit uns ausprobieren, ja? Ich möchte, wenn Sie ein seriöses Unternehmen sind, dann möchte ich gerne bei Ihnen einsteigen und mit Ihnen Geld verdienen, richtig? Okay. Einen Augenblick. Und wie ich verstehe, wollen Sie mit dem Mindestbetrag 250 starten, Nö, ja? das kann durchaus ein bisschen höher sein. Ich bin Unternehmer. Ich möchte gerne mehr einzahlen. Wie gesagt, wenn Sie ein Mit seriöses welcher Unternehmen Nummer? sind, dann mache ich das gerne. Und mit welchem Betrag wollen Sie zuerst anfangen? Auch so 2500 für den Anfang sollte reichen. Aber unser Mindestbetrag ist 250 Ja, Euro. mindestens. Das ist ja das untere Limit. Aber ich würde gerne 2500 investieren. Seien Sie bitte in der Linie, ich mache diese Information in unserer Finanzabteilung Ja, klar, gut. Ich okay? bleibe in der Linie. Genau. Und raus ist er. Der gute Herr Jäger mit dem deutschen Namen und der nur bruchstückhaften deutschen Sprache zog es dann doch vor, sang- und klanglos aufzulegen. Er wollte 250 Euro und ich wollte das Zehnfache investieren. Jede echte Brokerfirma würde sich darüber freuen, denn mit höherer Einzahlsumme steigt auch deren Gewinn. An der Börse zahlt man für jeden geöffneten Trade und nicht nur, wie so oft gesagt, für jeden erfolgreichen Trade. Damit will man nur uninformierte Anfänger verarschen. Mein Bedürfnis, möchte gern Betrüger zu verarschen, ist für heute gestillt und darum sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video auf meinem Kanal am Mittwoch. Bis dahin bleibt aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Bis dann, euer Callcenter-Crasher.